Spiel 4 im virtuellen Playoff-Halbfinale zwischen den Fischtown-Pinguins Bremerhaven und den Augsburger Panthern. Es war eine ziemlich niederschmetternde Partie zuletzt in Augsburg. Dort führten die Panther mit 4:3, ehe es zu einer Schlüsselszene kam, nämlich zu einer 5 Minuten und Spieldauer Disziplinarstrafe. Und das nutzte am Ende Bremerhaven aus, um die Partie mit 7:4 zu gewinnen. Damit also 2:1 in der Serie. Bremerhaven hat verkürzt und heute in der Eisarena Bremerhaven will Fishtown zurück in diese Serie finden. Will Fishtown die Serie 2:2 ausgleichen und damit alles wieder öffnen. Denn heute ein Sieg für Augsburg könnte bedeuten, Spiel 5 wiederum in Augsburg könnte das 4:1 heißen im Playoff-Halbfinale und dem damit verbundenen Aus der Fishtown Pinguins Bremerhaven. Richtungsweisende Partie für beide Mannschaften, die wirklich Gas geben. Und Augsburg wird heute alles versuchen, diszipliniert aufzulaufen. Wenig Strafzeiten am Ende zu ziehen und vor allem auch vorne die Chancen, die man bekommt, zielstrebig zu verwandeln. Denn Bremerhaven zu Hause in der abgelaufenen Saison bärenstark. Und das will man heute auch zeigen aus Sicht der Fishtown Pinguins. Will sich hier keine Blöße geben. Also rein ins Spiel. Knappe 6,5 Minuten schon vorbei. 0:0. Die große Chance blieb bislang aus auf beiden Seiten. Fortunius Mauermann, der zweimal getroffen hat in der letzten Partie, der da wirklich Gas gegeben hat. Und es war ein Hin und Her. Am Ende hätte es auch einen anderen Sieger geben können, aber so ist es. Wir sind hier nicht bei ich wünsche mir was. Und wieder kein Verteidiger. Schade. Aber auch hier Bremerhaven schnell unterwegs und Steffen Tölzer mit einem ganz wichtigen Einsatz. Und Ullmann nimmt da Maß. Versucht da Thomas Pöppele zu testen. Der braucht sich aber da groß nicht lang machen. Scheibe fliegt am Tor vorbei. Und bislang diese Partie eigentlich relativ geruhsam. Ohne Hektik, ohne Aufregung. Aber auch im Umkehrschluss ohne Großchancen. Friesen. Augsburg in der Defensive sehr konzentriert. Man hat gesehen in der letzten Partie, das hat dem Trainer der Augsburger nicht wirklich geschmeckt. Trey Tobi war da sichtlich erbost darüber, dass man am Ende wirklich die Abwehr hat zerfallen sehen. Aber es gehören immer mehrere dazu. Also man kann den Fehler da nicht nur bei der Abwehr suchen, sondern vielmehr die gesamte Mannschaft, die nicht wirklich zusammengespielt hat. Da hat nicht wirklich was gepasst. Aber auch je länger diese Serie voranschreitet, umso enger, umso intensiver werden die Spiele werden. Sehr, sehr taktisch in den ersten knapp 16 Minuten. Frazier hat jetzt einen schnellen Antritt. Will Augsburg schnellstmöglich in die Aufstellung bringen. Und bärenstarker Safe von Thomas Pöpperle, der Deutsch-Tscheche aus Brobov. In Tschechien 35 Jahre alt mittlerweile. 8 Jahre älter als sein Backup. Als Christas Gudlevskis, so der Lette. Die Scheibe läuft gut, aber man sucht die Lücke, die nicht zu Fitness, jetzt vielleicht. Und Ullmann. Jetzt bringt er die Scheibe aber nach hinten statt nach links. Trotzdem gut zusammengespielt. Und jetzt fehlen natürlich die beiden Bremerhavener Spieler in der Verteidigung. Aber Augsburg auch hier. Man lässt sich zu lange Zeit mit dem Reihenwechsel und dann der Fehler. Gut gedacht, schlecht gemacht. Und Wörlitsch mit der Konterchance in Unterzahl, die er da fast nutzen kann. Scheibe geht rüber. Trevelyan bekommt sie hier auf die eigene Kelle. Und Riesengefahr. Thomas Pöppele. Scheibe nochmal rausgelegt. Es fehlt die Anspielstation vor dem Tor. Also sehr zerfahrene Partie. Scheibe bleibt drin. Aber Bremerhaven in dieser Sekunde wieder komplett. Also kein Powerplay-Tor.
Augsburg bemüht. Aber auch Bremerhaven zeigt Defensivstärke heute vor heimischer Kulisse. Baumann. Sängerli. Schelzer. Letzten Sekunden vielleicht noch eine Gelegenheit, wenn es schnell geht. Trevelyan. Vorne geht Lambacher mit, aber auch hier ist die Scheibe schneller weg. Es ist sehr, sehr taktisch. Die Zweikämpfe sind sehr, sehr zerfahren. Und bislang kommt nicht wirklich eine Mannschaft aus sich raus. 2:0 Schüsse. Und das spiegelt sich auch tatsächlich wieder aktuell. Und rein in den Mittelabschnitt. LeBlanc, der kann sich da durchsetzen mit der Scheibe jetzt. Kann sie ablegen auf Trevelyan. Der erkämpft sich den Puck gegen Fortinus. Sieht dann Lamb im Rückraum. Sahir Gil, Valentine. Abgeblockt zum ersten. Und am Ende ist es wieder Thomas Pöppel. Der Augsburg jetzt bemüht, das Heft in die Hand zu nehmen, das Spiel an sich zu reißen und dann hoffentlich aus Augsburger Sicht hier in Führung zu gehen. Heute ein Sieg würde das 3-1 in der Serie bringen und das würde auch bedeuten, ach, wieder so ein abgefangener Puck, gut aufgepasst. Hey, oh, jetzt kriege ich, nee, keine Strafe. Oh, das hätte auch anders entschieden werden können. Und hier ist richtig Gefahr jetzt. Ich sag's ja, sehr zerfahrene Partie und dann ist es aber Jules LeBlanc. Und er bringt Augsburg hier in Führung. Vierter Playoff-Treffer für Jules LeBlanc. Und wieder einmal mehr zeigt der US-Amerikaner aus Hermantown, was er drauf hat, 30 Jahre bereits. 1,83 groß, 88 Kilo schwer. Und hier kann er die Scheibe zum ersten Mal in die Maschen verfrachten. Und das bedeutet also 1:0 für die Gäste. Und jetzt ist Hase da. Jetzt auf einmal bieten sich die Lücken für den IV. Schön auf Tölze abgegeben. Olivier Roy spielt da gut mit. Augsburg jetzt mit einem konzentrierten Aufbau. Nichts überhasten. Abgelegt auf Daniel Schmölz. Schöne Drehung, die er da fährt. Und Tölzer. Sikora. Also jetzt haben die Panther hier deutlich mehr von der Partie. Schafft es Bremerhaven da weitestgehend aus dem Spiel zu nehmen. Die jetzt aber über Sikora. Das sind manchmal so Millimeter. Und jetzt Bremerhaven. Er ist belandet auf Kirk. Also es ist sehr, sehr, sehr eng. Pale. Kann mit der Rückhand! Versucht der Pöppel aus der Reserve zu locken. Aber der ist hochkonzentriert und entschärft auch diese Scheibe. 5 Minuten noch im Mittelabschnitt. Abgelegt, Holzmann! Und das kam aus dem Nichts. Direkter Abschluss. Und hier steht 2:0 Augsburg. Thomas Holzmann. Ganz, ganz wichtiger Treffer hier für den IV. Und wieder total effektiv rausgelegt und dann gegen die Rutschrichtung von Thomas Pöpperle, der da überhaupt keine Chance hat. Und das Ding in den Maschen und damit die 2:0 Führung für Augsburg, die sich hier auch wieder um die Scheibe den Zweikampf liefern. Holzmann auf Sesemski. Natürlich ist das Selbstvertrauen jetzt riesig bei den Augsburgern. Nach dieser 2:0 Führung. Und man kämpft weiterhin. David Stieler geht sogar als Sieger mit der Scheibe hervor. Rockel und Thomas Pöpperle.
Riesendruck jetzt in Richtung Fischtown Pinguins, die man so erstmal Herr werden muss. Hafenrichter. Hafenrichter, Lamp. Scheibe bleibt bei den Augsburgern. Effektiv Lambacher. Und Bremerhaven muss im Schlussabschnitt deutlich mehr tun. Also ich glaube, man hat offensiv hier nicht wirklich viel bislang gezeigt. Keine Schüsse nach 40 Minuten. Sowas hat es auch noch nie gegeben. Und trotz alledem, sie hatten die Druckphasen, aber sie bringen die Scheibe nicht aufs Tor. Kuriose Partie. Und Dietz auf Urbas. Boah. Wieder die Scheibe bei den Panthern. Bauermann. Und das ist ein bisschen das Problem gerade der Fishtown Pinguins, die sich hier zu sehr mit dem offensiven Passspiel beschäftigen, statt den Abschluss zu suchen, der manchmal so einfach vor der Kelle liegt. Und wieder Augsburg mit dem Versuch. Sie feuern aus allen Rohren. Jetzt ein 3-0. Und wenn dann nicht wieder so eine Disziplinstrafe reinkommt, dann ist das möglicherweise der richtige Schritt zur Entscheidung. Sie spielen die Scheibe hervorragend hin und her, keine Frage. Und da kommt sie durch. Und Trevelyan mit der Kontermöglichkeit. Ah, gerade am Abspielen gewesen. Möglicherweise Tor. Ja, so ist es. Das war zu sehen, der Fehler in der Abwehr der Augsburger. Und das lässt sich Bremerhaven natürlich nicht zweimal sagen. Marc Sengerli, viertes Playoff-Tor für ihn. Und hier nochmal der Fehlpass. Und dann steht Sengerli richtig. Und aus wenig machen sie richtig viel. Kann auch mit dem Update zusammenhängen. Heute NHL gestartet, da musste man erstmal ein Update durchführen. Sind ja immer Gameplay-Updates, Roster-Updates. Also es ist immer alles drin. Und tatsächlich, ich habe ja auch davor die Partie in der National League gemacht. Auch die Partie kam mir heute seltsam vor. Also es kann durchaus sein, dass dieses Update auch wieder gewisse Gameplay-Geschichten verändert hat, wo man sich erst dran gewöhnen muss. Wäre durchaus möglich. Fraser. Fraser! Und Kirk. 8 Minuten, nur ein Treffer noch. Bremerhaven wieder dran. Weber. Aber gestoppt. Und jetzt Hase. Mit der Kontermöglichkeit rübergelegt und Schmitz! Wichtiges Tor für die Augsburger. Schön ausgekontert den Fehler der Fishtown Pinguins da in der Offensivzone. Gut ausgekontert, Hase kommt schnell ran, dann die Verteidigung macht sich auf. Moore, der da an den Rand, an den Schmelz ran möchte. Und der setzt sich im Zweikampf durch, erhöht 7 Minuten vor dem Ende auf 3-1 und damit die Weichen in Richtung Sieg gestellt. Und nochmal die Gelegenheit. Augsburg zwischenzeitlich wirklich hervorragendes Passspiel. Bremerhaven kommt heute nicht wirklich in diese Partie rein. Offensiv sehr lange in der Zone. Aber abschlussmäßig heute nicht wirklich zielführend. 3 Schüsse, glaube ich, waren es jetzt. Und das hatten wir noch nie. Das auf Superstar. Oh, oh, oh. Das auf Superstar. Die CPU so kompliziert spielt. Das ist tatsächlich auch neu. Und das hätte dem I noch das Tüpfelchen aufgesetzt. Hier das 4-1. Keine 2 Minuten mehr.
Augsburg sehr diszipliniert, sehr konzentriert. Und Bremerhaven jetzt ohne Torhüter. Wörlitsch probiert. Und die Scheibe geht aber raus. Hafenrichter. Und der macht es nicht. Noch lebt die Chance der Fischtown Penguins. Jesemski. Friesen. Sternheimer. Und der macht es jetzt aber. Ja. Sack zu. Entscheidung. Und das Empty Net Goal von Marco Sternheimer, der sein erstes Tor in diesen Playoffs erzielt. Gebürtiger Augsburger, 1998 geboren in Augsburg. In der Jugend schon bei der U16 gespielt für den HIV. Wurde dann 2016, 2017 mal nach Sonthofen ausgeliehen, auch 17, 18. Aber bislang eigentlich nur für den HIV. Sowohl für die Jugendmannschaft als auch jetzt im Profikader aufgelaufen. 21 Jahre jung, befindet sich in der Entwicklung. Vertrag läuft bis 2021. Also für Bremerhaven wird es entsprechend dünn, die Luft. Es sind jetzt die Momente, wo man sich keine Niederlage mehr erlauben darf. 3-1 in der Serie. Und heute die Partie schnellstmöglich vergessen, denn die war seitens der Fishtown Penguins überhaupt nicht positiv. Verdienter Sieg für die Augsburger Panther, die auch nicht gut begonnen haben. Aber dann immer besser ins Spiel reingekommen, immer besser Zug zum Tor aufgebaut und irgendwann hat es geklappt. Und dann führt eins zum anderen und am Ende gewinnt Augsburg verdient hier in der Eisarena Bremerhaven. Mit 3-1, mit 4-1. Empty Net Goal von Sternheimer noch. So, wir blicken auf die Serienstände der beiden Halbfinals. Da haben wir die Eisbären Berlin und die Düsseldorfer EG. Auch da gab es das 3-1 für die Eisbären. Das heißt also, bereits nach der nächsten Partie könnte theoretisch das virtuelle DEL-Finale diese Saison feststehen. Das würde bedeuten, Augsburg gegen Berlin, aber wir wissen, der vierte Sieg ist immer der schwerste. Auch gegen Krefeld hat Berlin 6 Partien gebraucht. Augsburg gegen Ingolstadt sogar 7. Also, ja, 3 sind es maximal noch. Und wir dürfen gespannt sein, wie es weitergeht. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich immer einen Daumen hoch sehr freuen. Ansonsten sage ich, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Bloody LP.